Bedienung! Guten Tag, mein Herr. Ich habe schon sauber gemacht, ja? Bitte, mein Herr, was kann ich für Sie tun? Ist diese Frage ernst gemeint? Ja, natürlich. Was Sie für mich tun können? Ja. Na gut. Dann gehen Sie dann wieder nach Hause und schlagen Sie meine Frau tot. Mein Herr, so war das doch nicht gemeint. Deswegen habe ich extra gefragt, ob diese Frage ernst gemeint ist. Ne? Das sagt man doch so. Das sagt man so unbedenklich vor sich hin und plötzlich ist meine Frau tot. Ne? Sie da hätten jetzt aber beinahe was angestellt hier. Ja? Ich? Aber erlauben Sie mal, ich wollte doch nur fragen, ob ich Ihnen was bringen darf. Na, natürlich dürfen Sie, sonst wäre ich gar nicht hier. Ne? Also, was kann ich Ihnen bringen? Dann bringen Sie mir Ihre Frau und schlage ich die tot. Mein Herr, ich bin Witwer. Ach, haben Sie Ihre Frau selber totgeschlagen? Ich bin doch kein Mörder. Ich bin Kaffeehauskellner. Na, dann könnten Sie mich ja eigentlich bedienen, wa? Ja, das hatte ich auch vor. Das trifft sich gut, ich wollte mir was bestellen. Also bitte, was darf sein? Dann bringen Sie aber ein Stück Apfeltorte. Ein Stück Apfeltorte? Aber ohne Gräten, bitte. Ohne was, bitte? Ohne Gräten. Mein Herr, unsere Apfeltorte hat keine Gräten. Das ist ja prima. Bringen Sie mal ein Stück ohne Gräten. Ne? Mein Herr, der Zusatz. Nee, ohne Zusatz. Und ohne Konservierungsstoffe. Und ohne Beilagen. Beilagen? Also Püree oder Pommes frites oder grüne Bohnen oder sowas Ekliges. Ja, können Sie gleich weglassen. Ja? Bringen Sie einfach nur ein Stück Apfeltorte, aber ohne Gräten. Mein Herr, wie ich schon einmal bemerkte, unsere Torte hat keine Gräten. Na, Sie reden und reden immer, dann bringen Sie mal ein Stück ohne Gräten. Da können Sie eine ganze Torte nehmen. Da werden Sie nicht eine Gräte drin finden. In der ganzen Torte nicht? Nein. Das ist ja fein, das ist wirklich fein für Sie. Aber was soll ich anders als wir mit einer ganzen Torte? Ja, ich will ja nur ein Stück, aber ohne Gräten, bitte. Es gibt keine Torten mit Gräten. Es gibt keine Torten mit Gräten? Nein, nie, nirgends, überhaupt nicht, niemals, nie. Nie? Nie. Ja, wie kriegen Sie denn die Gräten raus aus den Torten? Wie machen Sie denn das? Ja, ich schon gar nicht, sondern der Konditor. Ach, der macht die Gräten raus? Nein, der auch nicht. Na wer denn? Na, niemand. Es gibt keine Torten mit Gräten. Torten haben keine Gräten. Torten haben keine Gräten? Nein. Auch nicht, wenn sie geboren werden. Geboren was? Wenn sie geboren werden, wenn sie so ganz jung sind, so. Torten werden nicht geboren und Torten sind nicht jung. Ach, ihre Torten sind alt, wa? Nein, ich wollte nur sagen, Torten werden nicht geboren. Was? Natürlich müssen sie geboren werden, sonst gibt es ja gar nicht. Sie gibt es ja auch und sie sind geboren worden, wa? Ich bin doch keine Torte. Haben Sie denn Gräten? Nein, Knochen. Das ist ja nur Quatsch, also. Apfeltorte mit Knochen, also. Ja, sowas gibt's ja noch nicht, wa? Also. Und es gibt auch keine Apfeltorte mit Gräten. Und ich glaube, Sie haben da nicht so richtig Ahnung von. Und ich glaube, Sie verwechseln das mit Fisch. Mit Fisch? Ja, mit Fisch. Ich will keine Apfeltorte mit Fisch, will Apfeltorte ohne Gräten. Ich meine, das mit den Gräten, das verwechseln Sie mit Fisch. Ja, hier, wa? Hier, ne? Haben Fische denn Gräten, wa? Im Allgemeinen, ja. Und im Besonderen? Das weiß ich nicht, ich bin ja kein Ichthyologe. Nee, so sehen Sie auch nicht aus. Was ist denn das so? Ein Fischforscher. Ach, und der versteht was von Apfeltorte? Nein, von Gräten. Ich denke, Ihre Apfeltorte hat keine Gräten. Na, hat sie ja auch. Also, wissen Sie was? Ich bringe Ihnen jetzt mal ein Stück Apfeltorte. Nein,
Nein, ich denke... Sie bringen mir jetzt ein Stück Apfeltorte ohne Gräten. Bitte sehr. Ein Stück Apfeltorte ohne Gräten, bitte sehr. Er bringt mir jetzt ein Stück Apfeltorte ohne Gräten. Ach, bisschen zähflüssig die Bedienung hier, aber... So, bitte sehr. Ein Stück Apfeltorte ohne Gräten. Fabelhaft. Wollen Sie auch, was? Nein, danke. Oder was ist denn das hier? Eine Maus. Eine Maus? Eine Grete wollten Sie ja nicht.